Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wir machen stark fit mit dem DHB. Wir freuen uns, euch die dritte Schulfolge präsentieren zu können. In der ersten Schulfolge ging es vor allem um den großen Bereich des Prellens. In der zweiten Schulfolge hat euch Selma einige Übungen für die Verbesserung der Hand-Augen-Koordination sowie Übungen zur Ganzkörperkräftigung gezeigt. Die dritte Schulfolge behandelt das große Thema Passen. Dabei benötigst du einen Partner, am besten ein Geschwister oder ein Elternteil. An einer Hauswand kannst du natürlich auch trainieren. Denkt daran, vorher mit euren Eltern zu sprechen, damit keine Vasen oder Fenster kaputt gehen. Außerdem benötigst du 4 Küchentücher sowie 2 Hand- oder Softbälle. Jetzt viel Spaß beim Training. Zu Beginn benötigst du deine 4 Küchentücher. Falte die Tücher zu Rollen und lege diese nacheinander mit einem Abstand von ca. 40 bis 50 cm aus. Bei den meisten Übungsformen absolvierst du 5 Durchgänge. Zwischen den Durchgängen machst du jeweils 5 Sekunden Pause. Zum Aufwärmen: In der ersten Übung gehst du auf Zehenspitzen durch deine Küchenrollen hindurch. Dabei nimmst du deine Arme nach oben. Am Ende angekommen gehst du rückwärts mit kleinen Schritten zurück. Dabei zeigt dein Oberkörper immer in dieselbe Richtung. Als nächstes läufst du über deine Küchentücher hinweg. Auf der anderen Seite angekommen, drehst du und läufst wieder zurück. Du berührst jedes Feld zwischen 2 Tüchern nur einmal mit einem Fuß. In der nächsten Übung führst du diese Laufart nochmal aus. An der anderen Seite angekommen, läufst du jedoch rückwärts zurück. Jetzt fangen wir an zu springen. Springe beidbeinig über eine der Rollen hinweg und lande im nächsten Feld. Dort angekommen, drücke dich kraftvoll mit deinen Sprunggelenken ab und springe weiter. Versuche möglichst kontrolliert zu landen. Im 4. und 5. Durchgang versuchst du möglichst hoch zu springen, deine Landung jedoch weiterhin zu kontrollieren. Dieselbe Übung führst du nun einbeinig aus. Nach 2 Durchgängen wechselst du das Bein. Achte auch hier darauf, kontrolliert zu springen. Ziel ist es, möglichst genau in deinem nächsten Feld zu landen. Wenn du das Bein wechselst, dann mach eine kurze Pause. Für die nächste Übung stelle dich seitlich zu deinem aufgebauten Parcours hin. Du gehst nun mit schnellen seitlichen Bewegungen über deine Küchentücher. Achte darauf, beim Richtungswechsel möglichst effizient zu sein und dich kraftvoll in die entgegengesetzte Richtung abzudrücken. Wir nähern uns dem Ende des Aufwärmteils. In der nächsten Übung springst du von Feld zu Feld und grätscht auf Höhe deiner Rollen die Beine. Versuche, die Bodenkontaktzeit innerhalb deiner Felder möglichst kurz zu halten. Die Zeit mit gegrätschten Beinen kannst du eher länger halten. Zum Abschluss grätschst du auf Höhe deiner Rollen wieder die Beine. In den Feldern landest du jeweils abwechselnd mit dem linken und rechten Bein. Das andere Bein wird zum Gesäß angefährst. Gönn dir eine Pause und trink einen Schluck. Für den nächsten Übungsblock benötigst du einen Handball sowie einen Partner. Ein Geschwister oder Elternteil wäre sinnvoll. Als Alternative kannst du auch eine Hauswand benutzen. Als erstes passen wir uns den Handball zu. Achte darauf, dass du während der Bewegung deinen Arm beim Passen möglichst hoch über den Kopf nimmst. Deine Fußspitze zeigt immer zu deinem Passempfänger. Wenn du den Ball von deinem Partner bekommst, fängst du ihn immer sicher mit 2 Händen und versuchst ihn durch deine Hände und Ellenbogen abzufedern. Selber spielst du den Ball immer auf Kopfhöhe zurück. Versuche außerdem, den Ball immer möglichst gerade und ohne größere Bogen zu spielen. Erscheint die Aufgabe für dich zu einfach, vergrößere den Abstand zu deinem Partner. Wie viele Pässe schafft ihr, ohne dass der Ball den Boden berührt? In der nächsten Übung spielen wir uns den Ball wieder mit Pässen zu. Dabei sitzt du im langen Sitz auf dem Boden. Deine Sprunggelenke sind zusammen und deine Beine langgestreckt. Wähle den Abstand zu deinem Partner so, dass sich dein Oberkörper beim Passvorgang verdreht.
Geschieht dies nicht, vergrößere euren Abstand. Außerdem versuche weiterhin deinen Wurf am möglichst hoch in die Luft beim Passvorgang zu nehmen. Denke daran, den Ball immer sicher und konzentriert mit zwei Händen zu fangen. In der nächsten Variante benötigst du zwei Bälle. Du tauschst mit deinem Partner die Bälle. Dabei achtest du stets auf die angesprochenen Regeln beim Passen. Wenn du einen Ball gefangen hast, spielst du deinen Ball durch deine gegrätschten Beine nach hinten. Hinter dem Rücken fängst du den Ball mit zwei Händen und spielst ihn wieder zurück. Dann erfolgt der nächste Balltausch. Auf einem Bein stehst du für die nächste Übung. Du tauschst mit deinem Partner wieder die Bälle durch einen richtigen Handballpass. Du fängst den Ball im Einbeinstand und berührst damit den Boden. Du richtest dich wieder komplett auf und spielst den Ball wieder zurück. Wenn dein Oberkörper sich während des Passvorgangs nicht verdreht, vergrößere den Abstand zu deinem Partner. Der Übungsaufbau bleibt derselbe, nur gehen wir jetzt noch eine Stufe weiter, wir üben eine Täuschung. Diese Täuschung kannst du im normalen Handballspiel anwenden. Im Einbeinstand fängst du den Ball von deinem Partner und führst eine Wurftäuschung aus. Das heißt, du täuschst an, als würdest du deinen Ball zum Partner direkt und sofort zurückwerfen. Jetzt balancierst du auf einem Bein aus und spielst dann etwas zeitverzögert zurück. Achte darauf, möglichst echt diese Täuschung durchzuführen. Dein Partner muss denken, du würdest den Ball sofort wieder zurückspielen wollen. Zum Abschluss dieses Übungsblocks integrieren wir das Springen noch ein wenig. Du tauschst wieder mit deinem Partner die Bälle. Wenn du den Ball gefangen hast, führst du zwei Ausfallschritte aus. Dabei drückst du dich zwischen diesen zwei Bewegungen kraftvoll nach oben ab. Danach passt du deinen Ball wie besprochen zurück. Mache eine kurze Pause, bevor es mit der letzten Übung weitergeht. Die letzte Übung für das heutige Training führst du als Wettkampf gegen deinen Partner durch. Grätsche deine Beine und wechsle die Handhaltung möglichst schnell. Dein Partner gibt dir das Start- und Stoppsignal. Wer von euch schafft mehr Kontakte innerhalb von 30 Sekunden? Das war deine Trainingsstunde mit dem Deutschen Handballbund zum Thema Passen. Hannibal hat es wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei deiner Sportstunde von zu Hause mit dem Deutschen Handballbund. Und solltest du noch mehr trainieren wollen, dann schaue in unseren YouTube-Channel. Da findest du noch mehr Folgen von Wir machen stark fit mit dem DHB.